Der Vortrag hat ja eine ungewollte Aktualität durch den Online-Beitrag vom Luxemburger Wort bekommen. Ich gehe darauf nicht ein. Da sind derartige Fehler drin, dass es sich einfach nicht lohnt, die Zeit damit zu vertun. Sie werden ein paar Dinge mehr oder weniger automatisch korrigiert sehen in dem, was ich Ihnen jetzt dann erzählen werde. Gut, zu meiner Person. Ich bin eigentlich gelernter Physiker, gelernter Kernphysiker und habe mich aber dann in meiner politischen Laufbahn sehr viel mit Funk beschäftigt. Ich selbst bin Hobbyfunker, ich habe selbst eine große Sammlung historischer Geräte, aber das hat damit nichts zu tun. Der Punkt war, dass ich als Physiker einfach mit der Frage konfrontiert worden bin, wo liegen die Probleme dieser Technik? Und so musste ich mich nicht nur damit beschäftigen, ich habe auch ein paar wissenschaftliche Beiträge dazu geliefert und auf ein paar davon gehe ich heute Abend auch ein. Gut, die Idee oder sagen wir mal das Argument, was Ihnen mal vorgehalten wird, ist ja, wenn praktisch jeder von uns ein Handy, ein Smartphone oder irgend sowas hat und da wäre irgendetwas gefährlich, dann müssten wir ja alle krank sein. Denken Sie an den Vergleich mit dem Rauchen. Es ist noch nicht lange her, da war es sogar strafbar, wenn man gesagt hat, Rauchen schadet der Gesundheit. Es haben etliche Leute einen Prozess verloren deswegen. Und heute steht es auf jeder Zigarettenpackung in der einen oder anderen Form. Der Vergleich geht auch noch weiter, denn es gibt Kettenraucher, die bis ins hohe Alter gesund sind. Denken Sie an den deutschen Altbundeskanzler Schmidt, den Sie ja am Schluss nur noch durch eine Nebelwolke fotografieren konnten. Von seinen letzten Jahren gibt es kein klares Bild mehr, weil er ständig in einer Rauchwolke war. Was wir daraus sehen, ist, dass es nicht jeden trifft, der von Funkstrahlung betroffen ist. Und das heißt auch von uns, die wir ja praktisch alle zumindest mobil telefonieren, trifft es nur einen gewissen Teil, einige wenige Prozent. Gut, jetzt zum eigentlichen Thema, zu 5G. Bei 5G werden jetzt in der Testphase nur Frequenzen verwendet, die schon in anderem Zusammenhang verwendet worden sind. Die meisten davon im Bereich des Mobilfunks, aber nicht nur dort, wo früher analoge Fernsehsender gelaufen sind, sind Frequenzbänder frei geworden, die man dafür verwendet und so weiter. Also, erste Phase, wir verwenden bis jetzt bekannte Frequenzen, nicht ganz dieselben Techniken, aber zumindest die Frequenzen. Deswegen wird sich der erste Teil des Vortrags mit den Problemen des bisherigen Funks beschäftigen. Und dann in einem zweiten, kürzeren Teil kommt noch was zusätzlich mit 5G auf uns zukommt. Gut, ich habe vorher schon gesagt, im ersten Teil geht es allgemein um Schäden durch Funkstrahlung. Die sind je nach Anwendungsgebiet, je nach Frequenz sehr unterschiedlich, aber es lässt sich ein gemeinsames Muster davon finden. Deswegen zuerst ein ganz kurzer Überblick. Wir haben sehr viele unterschiedliche Funkstrahlungen, nicht nur Mobilfunk, sondern auch Bluetooth, WLAN. Sie denken an die drahtlose Verbindung von Ihrem Telefonanschluss zu Ihrem Rechner. Meistens heißen die Fritzbox, Bluetooth und so weiter. Die funkenden Heizungs- und Wasserzähler. Ich gehe im Einzelnen jetzt darauf nicht ein. Wenn eine solche Quelle, Strahlungsquelle neu angeschaltet wird, zum Beispiel, wenn Sie zu Hause ein Schnurlostelefon haben, dann passiert bei den meisten Menschen überhaupt nichts, sondern nur bei einem sehr geringen Teil der Leute fangen unspezifische Beschwerden an. Schlafstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen und so weiter. Später, nach einiger Zeit, wird schon etwas kritischer. Wenn so jemand zum Arzt geht und sagt, ich habe unerträgliche Kopfschmerzen,
dann hat der Arzt ein Problem. Denn es gibt etwa 2000 unterschiedliche Ursachen für Kopfschmerzen. Wie soll der Arzt gerade rausbringen, ob das Funk ist oder ob das irgendwas völlig anderes ist? Wie gesagt, um die 2000 Ursachen. Was man tun kann in dem Fall, ist vor Ort die Strahlung messen und dann schauen, ob es überhaupt Funk sein kann. Das heißt dann noch lange nicht, dass es wirklich ist, aber dann weiß man wenigstens, ob es möglich ist. Was aber normalerweise mit diesen Menschen passiert, die mit solchen Schwierigkeiten zum Arzt kommen, ist, dass der Arzt sagt, naja, Sie sehen die Mobilfunkantenne vor Ihrem Haus und dann regen Sie sich auf und vor lauter Aufregung können Sie nicht mehr schlafen. Und dann, weil Sie nicht mehr schlafen können, haben Sie Kopfschmerzen und Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme. Deswegen bekommen diese Leute im besten Fall Schlafmittel, im schlechteren Fall Psychopharmaka. Das erwähne ich deswegen, weil das die gängige Praxis ist. In Deutschland müssen die Ärzte Fortbildungen machen. Und eine der Fortbildungen wird von der Mobilfunkindustrie bezahlt. Und dort bekommen sie beigebracht, alle Leute, die behaupten, sie hätten Beschwerden durch Funkstrahlung, sind Hypochonder, sie müssen psychologisch behandelt werden. Das ist das, was die standardmäßig beigebracht bekommen. Gut, wie sieht es praktisch aus? Ich glaube, wenn ein Baum einen Mobilfunkmasten sieht, dann bekommt er keine psychischen Schwierigkeiten. Aber die Strahlung wird durch Bäume, und zwar sowohl durch Nadelbäume wie Laubbäume, sehr stark absorbiert. Das können Sie ganz einfach feststellen. Sie messen vor dem Baum in Richtung Mobilfunkmast und dahinter, und da ist ein Riesenunterschied. Und der Rest wird natürlich vom Baum absorbiert. So stark, dass die schädigende Strahlung nur ungefähr einen Meter in den Baum reingeht. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und diese Strahlung, wenn sie in der Hauptstrahlrichtung nur dann ist, ist so stark, dass die Blätter absterben. Wenn Sie also um einen Mobilfunkmasten herumschauen, dann sterben nicht alle Bäume, die so im Abstand 100, 200 Meter stehen, wenn der Hauptstrahl auf die Erde runterkommt. Nicht alle, sondern nur die, die in der Hauptstrahlrichtung sind, die Sie an der Antenne erkennen können. Gut, da stirbt der erste, sagen wir mal, Meter ab. Und wenn der abgestorben ist, frisst sich die Strahlung weiter. Dann kommt der zweite Meter dran. Und so frisst sich die Strahlung allmählich durch den Baum durch, bis der Baum kaputt ist. Da gibt es sehr gute Dokumentationen, die alle Jahre den Fortschritt der Schädigung dokumentieren. Das nächste Bild ist aus Dresden. Sie sehen hier die Antenne. Dieser Teil hat die Hauptstrahlrichtung dahinter. Und Sie sehen die Teile der Bäume, die ungeschützt in der Hauptstrahlrichtung liegen, sind tot. Dieser Teil hier wird etwas abgeschattet durch das Dach hier. Und er ist zwar nicht gesund, aber immerhin noch lebendig. Das Bild ist deswegen interessant, weil dieser Teil denselben Stamm hat wie oben die abgestorbenen Teile. Man kann also nicht sagen, das liegt am Wasser oder das liegt an der Vergiftung des Bodens oder ähnliches. Und auch nicht an der Umweltverschmutzung, denn die Luft ist hier und hier nicht so unterschiedlich. Man sieht ganz klar, dort, wo die Strahlung direkt hingeht, ist der Baum tot, weiter unten ist er noch mühsam, aber immerhin lebendig. Es trifft logischerweise nicht nur Bäume, es trifft sehr viele Pflanzen, es trifft auch Tiere. Ich komme aus Bayern, wie Sie aus meiner Sprache erkennen können, und da haben wir ja das sehr erfolgreiche Volksbegehren Rettet die Bienen gemacht. Rettet die Bienen meint allgemein Insekten. Schauen wir an, was Strahlung mit Insekten macht. Und wie gesagt, nicht nur Mobilfunkstrahlung, allgemein Funkstrahlung. Das hat mehrere verschiedene Mechanismen, wie das wirkt. Der erste wichtige, der schon seit
mindestens 2 Jahrzehnten bekannt ist, ist der, dass Bienen zum Beispiel, viele Insekten, Vögel, aber auch wir Menschen, Zellen haben, die Eisen enthalten. Und dieses Eisen ist ganz schwach magnetisiert. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert. Wenn das magnetisierte Eisen ist, das Erdmagnetfeld ist in irgendeinem Winkel, dann kann es sein, wenn die Tiere darauf eingerichtet sind, dass auf allen Seiten dieser Zellen Nervenzellen sind. Die Zellen mit dem Eisen versuchen sich im Magnetfeld der Erde auszurichten und drücken auf die entsprechenden Nervenzellen. So weiß das Tier, in welchem Winkel zum Erdmagnetfeld es fliegt. Das ist der Mechanismus, wie die Zugvögel ihr Winterquartier finden in Afrika und dann 1000 oder noch mehr Kilometer weiter nördlich beim Rückflug in Europa genau ihren Nistplatz finden. Die Störche müssen ja genau ihr Nest finden. Und das heißt, diese Navigation mit dem Erdmagnetfeld ist so genau, dass das Ganze eben funktioniert. Die Bienen haben ja den Schwänzeltanz, Sie kennen das. Die Bienen, die eine Nahrungsquelle gefunden haben, Blüten, wo sie hinfliegen können, bringen ihren Kolleginnen durch den Schwänzeltanz bei, wo die Tracht zu holen ist. Und dabei orientieren sie sich sowohl am Sonnenstand als auch am Magnetfeld der Erde. Und der Sonnenstand ist nicht so wichtig, denn bei längeren Flügen verändert sich die Sonne und die Navigation muss ja ganz genau sein. Das heißt, die ist fehlerbehaftet. Außerdem ist ein möglicher Fehler, wenn Wolken kommen, ist die Sonne nicht mehr so genau identifizierbar in der Richtung. Das Erdmagnetfeld ist die wichtigere Orientierung. Und es gibt genügend Experimente, wo man festgestellt hat, wenn eine Funkstrahlung kommt, dann werden diese Zellen entmagnetisiert. Die Älteren von Ihnen kennen das. Sie können sich wahrscheinlich erinnern, dass es früher vor 20 Jahren diese schönen Magnetbänder gegeben hat mit den großen Spulen, die sich gedreht haben. Die Magnetbänder konnte man öfter bespielen. Und bevor man sie ein zweites, drittes Mal bespielt hat, musste man die alte Information löschen. Wie ging das? Man hat ein Wechselfeld, ein Hochfrequenzfeld, also genauer ein Feld, wie wir es bei der Funkstrahlung haben, auf das Magnetband gegeben. Das hat die Magnete, die kleinen, durcheinander gebracht und so die Information gelöscht. Genau der gleiche Formalismus oder Mechanismus funktioniert bei den Bienen. Und es gibt Experimente, die letzten, gerade im letzten Jahr in Indien, die das auch wieder ganz deutlich zeigen, dass die Bienen ihren Weg nicht mehr finden, wenn sie in einem Funknetz sind, wenn sie vom Funk bestrahlt werden. Das ist der eine Mechanismus. Der andere Mechanismus ist jetzt speziell für 5G, für die künftigen Frequenzen, die kürzer sind. Die Wellenlängen sind kürzer, weil die Frequenzen höher sind. Dann kann es vorkommen, dass Teile des Insekts in der Größenordnung der Wellenlänge sind. Zum Beispiel die Fühler, die Beine des Insekts, manchmal der ganze Körper. Und wenn das der Fall ist, dann wirkt das Insekt selbst als Antenne und nimmt mehr Energie auf, als durch den normalen Energiefluss zu erwarten wäre. Das bedeutet, diese Energie muss ja irgendwie umgesetzt werden, sie wird in Wärme verwandelt und wenn das mehr als 1-2 Grad sind, dann hat das Insekt große Probleme, das zu überstehen. Das sind also, ist der zweite wirksame Mechanismus, wie Funkstrahlung Insekten schadet. Bei höheren Tieren, zum Beispiel bei den sogenannten Nutztieren, Schweinen, Schafen, Rinder, kommen andere Dinge dazu. Wir haben einfach durch Beobachtungen festgestellt, dass der erste wichtige Punkt Fruchtbarkeitsstörungen sind. Ich war selbst an einem Experiment oder besser gesagt unfreiwilligen Experiment an einer Beobachtung beteiligt, wo wir 12.000 Ferkel untersucht haben.
7000 waren unbestrahlt, 5000 bestrahlt. Und zwar wurde neben dem Bauernhof ein Mobilfunkmast errichtet, der den Hof bestrahlt hat. Und wir haben dann die Folgen untersucht. Die Folgen waren, dass die Fruchtbarkeit der Sauen enorm runtergegangen ist. So sehr, dass der Bauer wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen hat. Er musste abschirmen, musste den Betrieb umstrukturieren, aufstocken, damit er überhaupt noch Gewinn machen konnte. So sehr sank die Fruchtbarkeit der Sauen. Und dasselbe beobachten wir auch bei Kühen. Auch bei Kühen geht die Fruchtbarkeit runter. Und ich weiß von mehreren Bauernhöfen, die ihre Milchwirtschaft aufgegeben haben, weil sie es nicht mehr rentiert hat, nachdem sie vom Funk bestrahlt worden sind. Verringerung der Milchleistung ist eine Folge davon. Der Mechanismus, wie das Ganze funktioniert, ist, dass die Funkstrahlung das Hormonsystem sehr stark beeinflusst. Ich komme nachher noch kurz drauf. Ein weiterer Effekt ist, dass Kälber blind geboren werden, wenn die Mutterkühe einer starken Strahlung ausgesetzt sind. Es gibt Fälle, also ein Fall ist besonders gut untersucht worden in der Schweiz. Es gibt 3 wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Eine davon ist hier zitiert. Das Bild zeigt das Auge eines solchen blinden Kalbes. Was passiert, ist klar. Wenn Funkstrahlung auch auf ein menschliches Auge kommt, dann wird die Linse getrübt. Und deswegen steht zum Beispiel in den Betriebsanleitungen der Mikrowellenherde, bloß nicht in den Mikrowellenherd schauen, wenn er im Betrieb ist. Denn die Gitter, die vor dem Herd sind, schirmen nie hundertprozentig ab. Also das ist ein zweiter Punkt. Und was mich persönlich am meisten betroffen gemacht hat, sind die Missbildungen. Missbildungen sind in der Zahl nicht übertrieben häufig. Wenn wir eine Schweinezucht normalerweise haben, dann gibt es immer Missbildungen. Afterlosigkeit der Ferkel, Zwitter, das ist normal. Aber nach der Funkbestrahlung dieses Hofes haben sich diese Zahlen verzehnfacht. Und es kamen neue Missbildungen dazu, die in dieser Form in den ganzen Jahren des Betriebs vor Errichtung der Antenne noch nicht aufgetreten sind. Ich zeige Ihnen kurz ein paar Bilder, schalte aber gleich wieder weg. Das sieht ungefähr so aus. Gut, interessant ist, wie stark die Strahlung war. Die Strahlung, das zeigt das nächste Bild, war vor dem Errichten des Funkmasts 1 Mikrowatt pro Quadratmeter. Die Bezeichnung brauchen Sie sich nicht merken, merken Sie sich einfach 1. Nach dem Anschalten des Funkmasts waren es 1200, und zwar als absolute Spitze. Normalerweise war die Strahlung deutlich drunter, waren nur ein paar hundert Mikrowatt pro Quadratmeter. Und der Grenzwert liegt bei 4,5 Millionen. Und jetzt werden Sie sich fragen, warum macht man den Grenzwert so hoch? Man braucht ihn ja gar nicht. Die Antwort ist einfach. Wenn Sie hier in Luxemburg eine Geschwindigkeitsbeschränkung für Autos von 300 Stundenkilometer haben, dann erreicht kein Auto die 300 Stundenkilometer und Sie können sich die Polizeikontrollen sparen. Übertragen auf Funkmasten heißt es, Sie können überall, wo Sie wollen, einen Funkmast errichten und dann gibt es eine Kugel um diesen Funkmast herum, die die Grenze angibt, wo der Grenzwert hier überschritten wird. Die Kugel hat einen Durchmesser von 2 Meter bei sehr starken Masten von 7 bis 9 Meter. Aber wenn Sie einen 10 Meter hohen Mast auf dem Dach haben, dann geht halt die Kugel vielleicht noch irgendwo ins Dach rein. Konkret, da wohnt niemand. Sie können die Antenne bauen, wo Sie wollen, ohne irgendwelche Beschränkungen. Das ist der tiefere Sinn. Und dass das mit den Missbildungen nicht nur
die Schweine betrifft, sondern auch die Kühe zum Beispiel, zeigt dieses Bild, das Kalb ist einen Tag nach der Aufnahme verändert. Es ist im Veterinärmedizinischen Institut der Uni München untersucht worden und ist an den Deformationen der inneren Organe eingegangen. Das nächste Bild zeigt ein Kalb. Schauen Sie die Hufe an. Ich möchte nochmal sagen, man darf das nicht dramatisieren von der Menge her. Es waren bei den Ferkeln 63 mitgebildete Ferkel auf 5000 untersuchte Ferkel. Der Prozentsatz ist gering, für die einzelnen Tiere natürlich die Folgen gravierend. Die Schweine sind dem Menschen genetisch sehr ähnlich, ähnlicher als die Affen. Bei der Medizin müssen sie nach Gesetz Versuche machen an Tieren, ob die Medikamente schaden oder nicht. Hier sagt man plötzlich, wenn es an Tieren schadet, das interessiert uns nicht, das ist nicht auf den Menschen übertragbar. So schizophren ist unsere Politik. Gut, gehen wir weiter. Das waren jetzt ganz spezifische Probleme. Probleme, die vor allem mit dem Hormonhaushalt in Verbindung stehen. Ich habe selbst Untersuchungen gemacht mit Neurotransmittern, also nicht mit Sexualhormonen, wo auch die Neurotransmitter sich sehr stark verändert haben. Das ist ganz normal und deswegen, also normal unter Funkstrahlung, ist sehr gut belegt mit einer großen Zahl von unterschiedlichen Hormonen. Deswegen der wichtige Tipp für Sie, wenn Sie schon eine Strahlungsquelle haben, zum Beispiel Schnurlostelefon oder WLAN oder etwas Ähnliches, nachts ist es besonders kritisch. Schalten Sie wenigstens nachts diese Dinge ab. Denn nachts werden viele Hormone bzw. die Vorstufen dazu gebildet. Gut, wenn wir bei den Hormonen sind, dann ist die nächste Frage natürlich, wie steht es mit den Spermien? Da kann man sehr leicht Untersuchungen machen. Untersuchungen, die bei Menschen so ablaufen, dass man jungen, gesunden Männern zunächst einmal etliche Wochen absolutes Handyverbot gibt. Und dann untersucht man die Spermien. Danach müssen sie mehrere Wochen, 2-3 Wochen, ein angeschaltetes Handy ständig in der Hosentasche tragen. Und dann untersucht man die Spermien wieder. Außerdem müssen die Leute normalerweise eine Zeit lang, sagen wir 20 Minuten, am Tag telefonieren. Es gibt mehrere Untersuchungen dieser Art, die aber im Prinzip alle auf das gleiche Ergebnis kommen. Eine dieser Untersuchungen habe ich Ihnen hier herausgeschrieben. Noch besser ist der Übersichtsartikel, weil der die gesamte Literatur bis 2018 berücksichtigt. Gut, das Ergebnis war, dass die Zahl, die Form und die Beweglichkeit ist hier besonders wichtig, der Spermien verringert wird. Warum ist die Beweglichkeit so wichtig? Wenn Sie die Spermien anschauen, die sind sehr klein und müssen einen im Verhältnis zu ihrer Größe sehr langen Weg durchlaufen. Und wenn sie in der Beweglichkeit gestört sind, dann heißt das, sie erreichen ihr Ziel nicht. Das bedeutet andererseits Unfruchtbarkeit. Und das ist das, was man auch in Tierversuchen sehr gut nachvollziehen kann. Es gibt Experimente mit Mäusen, wo allerdings sowohl männliche als auch weibliche Tiere bestrahlt worden sind. Die sind nach 5 Generationen irreversibel unfruchtbar. Da geht gar nichts mehr. Das sollten wir uns doch vor Augen halten, wenn wir diese Versuche anschauen. Gut, jetzt gerade wenn ich an den Artikel, an den Online-Artikel denke, heute in Luxemburger Wort, dann heißt es, ja, es ist ja gar nicht möglich, dass Funkstrahlung solche Effekte hat, denn für die Physiker unter Ihnen, die Quantenenergie ist zu klein. Wenn ich das übersetze in allgemeinverständliche Sprache, dann heißt es, das Licht kommt in einzelnen Paketen daher. Wir nennen sie Lichtteilchen oder Photonen. Und diese Photonen sind in der Energie
bei Funkstrahlung zu schwach, um eine Erbschädigung hervorzurufen, ja, um sogar chemische Verbindungen aufzubrechen. Und die Idee dahinter ist, alle Schäden bei Menschen, bei Tieren, kommen durch Aufbrechen chemischer Verbindungen. Und dann heißt es in dem Artikel so schön, bei der Radioaktivität ist das ganz anders, da ist die Energie der einzelnen Lichtteilchen sehr viel stärker. Wenn die zum Beispiel auf eine Erbsubstanz, auf eine DNA treffen, dann zerplatzt die und der Schaden ist offensichtlich. Bleiben wir beim Letzteren. Das ist halbrichtig. Das ist zwar wahr, dass Licht- oder höher energetische Teilchen, in dem Fall Röntgenstrahlen, radioaktive Strahlen, wenn sie auf die Erbsubstanz treffen, die kaputt machen. Nur, sie treffen relativ selten. Und der Schädigungsmechanismus bei der Röntgenstrahlung, bei der radioaktiven Strahlung, ist sehr ähnlich dem bei der Funkstrahlung. Ich komme nachher gleich noch drauf, warum. Aber zunächst einmal, wie geht dieser Schädigungsmechanismus? Die Bausteine, die wichtigsten Bausteine des Lebens sind Proteine. Das sind sehr lange Moleküle. Aber im Körper kommen sie nicht ausgestreckt vor, sondern als Gnäuel. Als Gnäuel in einer ganz bestimmten Form. Und sehr oft hängt die biologische Wirksamkeit dieser Proteine von ihrer physikalischen Form ab. Das zeige ich im ersten Bild. Wir interessieren uns hier speziell für eine Sorte von Proteinen, die mehrere Spiralen hat. Eine solche Spirale habe ich rausgezeichnet. Die Spirale wird in Form gehalten, weil die Ladung der Teilchen da drin nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern mal steht ein bisschen was über, was eine positive Ladung hat, mal steht ein bisschen was über, was eine negative Ladung hat. Und die ziehen sich an. Schwach, aber sie ziehen sich an. Und die halten die Spirale in Form, machen sie steif. Was passiert, wenn ich hier mit Funkstrahlung draufgehe, können Sie sich vorstellen. Funkstrahlung greift an den Ladungen an, schüttelt die durcheinander und dann, wenn sie zu sehr geschüttelt werden, dann ist der Abstand zu groß und die Spirale verliert ihre Steifigkeit. Das habe ich versucht hier darzustellen. Wo spielt sowas eine Rolle? Gehen wir wo ganz woanders hin. Wie ist eine Zelle bei Menschen, bei Tieren oder sonst wo aufgebaut? Da gibt es eine große Zelle, das wäre hier außen herum alles, und innen einen Zellkern. Und der Zellkern ist umgeben von der Zellmembran, die ich hier blau dargestellt habe. In dieser Zellmembran sind Löcher. Diese Löcher sind sehr eigenartig. Sie lassen je nach Typ des Lochs nur ganz bestimmte Teilchen durch. Uns interessieren hier die Löcher, die Calciumteilchen durchlassen. Außen an der Zelle gibt es sehr viele und innen drin kaum welche. Die wollen von außen nach innen. Warum? Denken Sie, Sie trinken in der Früh Kaffee. Und ich weiß nicht, wie Sie es machen, ich tue dann Zucker rein. Und natürlich, da schneller geht, rühre ich den Zucker um. Aber selbst wenn ich ihn nicht rumrühre und lang genug warte, dann löst sich der Zucker aus und verteilt sich im ganzen Kaffee. Das ist der Konzentrationsdruck. Man sagt in der Physik osmotischer Druck. Also die Teilchen versuchen, eine gleichmäßige Verteilung zu bekommen. Und wenn wir also hier außerhalb der Zelle eine große Konzentration von Calcium haben und innen drin praktisch nichts, dann versuchen die rein von der Menge her dieses Ungleichgewicht auszugleichen und versuchen in die Calciumkanäle, durch die Calciumkanäle durch, in das Innere der Zelle zu gelangen. Aber da sind Stöpsel drauf. Das heißt, die können gar nicht da rein, solange die Stöpsel sie abhalten. Wie sehen die Stöpsel aus? Das sind Proteine, komplizierte Proteine, die mehrere Spiralen haben. Schauen wir das im nächsten Bild an.
das soll eine solche Zellmembran sein, ein Stück davon. Sie war im letzten Bild blau, hier ist sie auch wieder blau. Und das soll ein Calciumkanal sein. Und er wird verschlossen durch ein Protein, das mehrere Spiralen hat. Ich habe nur zwei rausgezeichnet. Was passiert, wenn Funkstrahlung draufkommt, können Sie sich vorstellen. Die Spiralen verlieren ihre Steifigkeit, wie im vorletzten Bild gezeigt, und sind damit keine Barriere mehr. Das zeigt das nächste Bild. Hier verlieren sie ihre Steifigkeit und die Calciumionen können hier reinfließen. Was tun die Calciumionen da drin? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, es könnte ja zufällig gerade eine Schmerzzelle sein. Dann geben diese Calciumionen einen Impuls. Sie wissen, die Nervenleitung ganz allgemein ist eine Kombination aus elektrischen Ladungsverschiebungen und chemischen Reaktionen. Diese Calciumionen verschieben innen natürlich das Potential total, weil die doppelt geladen sind und das eher negativ gepolte Innenleben hier total ändern. Das heißt, es gibt einen Nervenimpuls. Und wenn es eine eine Schmerzzelle ist, dann empfindet der Mensch Schmerzen. Diese Schmerzen können unerträglich werden. Ich weiß von mehreren Selbstmorden, die es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Ich kenne die Telefonate, die letzten Telefonate von einem davon. Das ist erschütternd. Der Mann wusste nicht mehr weiter, er konnte sich nicht mehr helfen. Also das ist, wenn das eine Schmerzzelle ist. Es gibt aber weitere Folgen. Wenn die Calciumionen da zum großen Teil innen reingehen, fehlen sie außen. Ich kenne eine Frau, die sehr stark elektrohypersensibel ist, das heißt gesundheitliche Probleme in der Strahlung hat und deswegen in einer einsamen Jagdhütte, die eigentlich dafür gar nicht eingerichtet ist, in den Alpen lebt. Dort ist noch ein Funkloch. Früher hat sich diese Frau manchmal in die bewohnte Gegend, also runter ins nächste Dorf, gewagt. Dann ist ihr Kalziumspiegel im Körper so weit abgesunken, dass es lebensgefährlich war. Man hat sie zurückgebracht in ihre Jagdhütte und nach einiger Zeit hat sich es wieder stabilisiert. Sie sehen also, der Kalziummangel allein durch das Einfließen in das Innere des Zellkerns hat dramatische Folgen, wenn es zu stark wird. Aber wichtiger ist ein anderer Mechanismus. Das habe ich versucht hier zu zeigen. Wir haben die Calciumkanäle, die durch Funkstrahlung geöffnet werden. Und dann sind viele chemische Reaktionen im Inneren. Die zwei wichtigsten habe ich herausgezeichnet. Einerseits Stickoxide und andererseits Superoxide. Die Stickoxide wirken auf die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien. Deswegen werden die Leute, die hier besonders sensibel sind und deren Mitochondrien geschädigt sind, schlaff. Sie haben keine Energie mehr. Und das Zweite ist, dass Hormone ganz allgemein in der Produktion gestört werden, unter anderem auch Sexualhormone. Jetzt kommen zu meinen Vorträgen meistens ältere Leute. Schade, aber ist so. Die jüngeren Leute interessieren sich dafür nicht. Warum? Die sagen, ja, sehr schön, danke. Wenn sie sagen oft, ja, Krebs, das ist weit weg, ich bin jung, mich trifft das nicht. Und ich bin jung, ich will jetzt noch keine Kinder, mich stören auch Missbildungen nicht. Deswegen erzähle ich, dass mit der Störung der Sexualhormone auch eine Störung der Libido einhergeht und das wirkt meistens. Gut, das ist der eine Mechanismus. Der andere ist, dass über viele chemische Zwischenschritte, wo ich nur andeutungsweise ein paar angegeben habe, freie Radikale entstehen. Das sind Stoffe, die man zuerst meines Wissens nach im letzten Weltkrieg untersucht hat, als besonders effektive Explosivstoffe. Und die gibt es immer zu einer gewissen Konzentration
im menschlichen Körper, aber die Konzentration darf nicht zu hoch werden. Wenn wir durch Funkstrahlung eben diese freien Radikale vermehrt erzeugen, dann wird der Körper nicht mehr fertig damit. Normalerweise gibt es da ein Gleichgewicht mit Antioxidantien und diesen freien Radikalen. Wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, dann greifen die freien Radikale das Innere der Zelle an. Ich meine, da sind sie ja schon, da werden sie ja erzeugt. Und das erzeugt Erbschäden, Krebs und viele weitere Schäden. Gut, wie sieht es jetzt praktisch aus? Wenn es Krebs erzeugt, dann müssen wir ja da irgendwas sehen davon. Zunächst einmal gibt es viele wissenschaftliche Arbeiten. Und das ist einfach gelogen, wenn die Mobilfunkindustrie behauptet, es gäbe keine wissenschaftlichen Beweise für die schädliche Wirkung der Mobilfunkstrahlung oder allgemein der Funkstrahlung. Das ist, ich gehe so weit zu sagen, gelogen. Denn die Leute kennen die Arbeiten. Die Situation ist eigentlich seit gut 20 Jahren klar. Frühe Arbeiten dazu gab es zum Beispiel in Naila, war damals die beste Statistik. Ich zitiere hier nur die neueren dazu, die wichtigen. Das Wichtigste ist vielleicht die vorletzte vom National Toxicology Program. Die ist deswegen so wichtig, weil sie eigentlich zwar nichts Neues geliefert hat, sie hat eindeutig gezeigt, dass diese Tiere Krebs bekommen. Das Neue dran war, dass das eine regierungsamtliche Studie der US-Regierung war, von einem Institut der US-Regierung. Und normalerweise streiten Leute, zum Beispiel die Industrie oder die ihr nahestehende Politik, einfach wissenschaftliche Ergebnisse ab, die ihnen nicht passen. Die gibt es einfach nicht. Aber hier kann man es nicht abstreiten, weil das ja von einer politischen Institution initiiert worden ist. Gut, das war so wichtig, dass Frau Belpocci aus Italien mit ihrer Gruppe das Experiment nachgemacht hat. Hier die ursprüngliche Studie hat den Nachteil, dass sie mit Strahlstärken gearbeitet hat, die an unseren Grenzwerten zum Teil auch drüber lagen. Frau Belpocci hat gesagt, sie macht es mit den Feldstärken, die bei uns möglich sind und erlaubt sind, und hat dasselbe Ergebnis bekommen. Also das Argument, dass die Strahlung zu stark war, zählt nicht mehr. Interessant ist, dass Professor Lin, der früher Lobbyist für die Mobilfunkindustrie war, diese Studie gesehen hat und dann eine Arbeit geschrieben hat, klarer Beweis für die krebserzeugende Wirkung der Funkstrahlung. Clear Evidence. Und hat das veröffentlicht in einem Journal der Industrie. Microwave Magazine ist ein Journal der Mobilfunkindustrie. Und selbst da hat es veröffentlicht und ganz klar auf die krebserzeugende Wirkung hingewiesen. Jetzt gibt es wieder dasselbe Problem, wie wir es vorher schon hatten. Die Leute sagen, was gehen uns Tierversuche an? Pharmazie ist eine Sache, Medizinen interessieren uns nicht, Tierversuche interessieren uns nicht, wir konzentrieren uns auf Menschen. Deswegen, nicht nur deswegen, gibt es Studien, die beste meiner Meinung nach ist von Lennart Hardell, einem schwedischen Forscher, der in mehreren Studien nachgewiesen hat, dass auch beim Menschen ein sehr enger Zusammenhang besteht mit bestimmten Krebsarten und Mobilfunknutzung. Er hat, ich glaube, sämtliche schwedischen Patienten mit bestimmten Gehirntumoren untersucht. Ihn hat also die Frage interessiert, nicht was kommt von der Basisstation auf uns zu, sondern was kommt vom Telefonieren, vom Handy auf uns zu. Und hat einen eindeutigen Zusammenhang festgestellt. Interessant ist auch diese Arbeit. Lerchel gehört ebenfalls zu den Lobbyisten der Mobilfunkindustrie und selbst er musste in einem Versuch mit Mäusen feststellen, dass die Tumoren unter Bestrahlung schneller wuchsen. Das ist inhaltlichen Unterschied zu denen hier. Hier
wurde gezeigt, dass die Tumoren überhaupt entstehen unter Strahlung. Und er hat Mäuse untersucht, die schon einen Tumor hatten und hat festgestellt, dass die Tumoren, wenn sie schon vorhanden sind, schneller wachsen. Gut, Entschuldigung, das war verkehrt. Die Effekte sieht man natürlich in der Krebsstatistik der Bevölkerung. Es sind durch Funkstrahlung sicher nicht alle Krebsarten betroffen, sondern nur ganz bestimmte. Typische strahleninduzierte Krebsarten sind zum Beispiel Leukämien. Sie sehen, wie sie sich in diesen Zahlen, in diesen Jahren gesteigert haben. Hodgkin, Non-Hodgkin sind ebenfalls typische Strahlenkrankheiten. Sie sind enorm gewachsen. Ich habe leider in der Eile keine neueren verlässlichen Zahlen, nur ungefähre Angaben finden können. Offenbar sind sie seit diesen Jahren nochmals stark angestiegen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch durch chemische Dinge verursacht. Sie kennen die ganzen Agrargifte, die Diskussion darum und vieles andere. Mag sein. Aber zumindest gibt es einen besorgniserregenden Anstieg von Krebserkrankungen. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Todesfälle durch Krebs, auch durch diese Krebsarten, nicht gestiegen sind, weil sich einfach die Behandlungsmethoden verbessert haben. Noch alarmierender für mich sind die Zahlen für Glioblastome. Das sind sehr aggressive Tumoren im Gehirn, die genau entstehen können, wenn man das Handy am Kopf hat. Die haben sich in Frankreich in diesen Jahren vervierfacht. Hier sind die genauen Zahlen. Und es ist ein zum Glück sehr seltener Tumor, weil er eben schwer heilbar ist. Aber wir haben inzwischen auch Zahlen aus Großbritannien. Da ist in einem anderen Zeitraum, haben sie sich verdreifacht. Aber vielleicht noch eindrucksvoller als diese Zahlen sind die Kurven. Die gehen einfach kontinuierlich hoch und nicht etwa linear, sondern sie steigen immer schneller an. Das sollte uns zu denken geben. Auch hier wieder weitere mögliche Ursachen gibt es. Aber zahlenmäßig, zumindest nach meinem Wissen, können diese Dinge den Anstieg nicht erklären. Sei es wie es wolle, wir wissen, dass Funkstrahlung Krebs erzeugen kann. Wir wissen, dass diese relevanten Krebsarten in der Bevölkerung rapid ansteigen. Gut, jetzt nochmal zurück. Wie ist das Ganze überhaupt möglich? Ich habe vorher den Vergleich gebracht mit der Geschwindigkeitsbeschränkung von Autos. Die Gruppe von Lobbyisten der Mobilfunkindustrie, die diese Grenzwerte vorschlägt, die dann von den Regierungen übernommen werden im Allgemeinen, heißt ICNIRP, International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection. Internationales Komitee zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung. Nicht-ionisierender Strahlung ist ein Synonym für Funkstrahlung. Internationales Komitee klingt doch gut, aber das ist ein privater Verein, ein Verein, der selber bestimmt, wer Mitglied werden darf, der nur solche Mitglieder aufnimmt, die genau ihre Position vertreten. Und dieser Verein ist eingetragen im Vereinsregister in München. Wenn man genau nach der Adresse schaut, dann sitzen die in dem Gebäude des Bundesamts für Strahlenschutz, also einer deutschen Regierungsbehörde. Und zwar mietfrei. Und es ist doch praktisch, dass das wissenschaftliche Sekretariat von ICNIRP gleich die wissenschaftliche Sekretärin des Bundesamts übernimmt. So spart man sich Geld. Und das Bundesamt schlägt die Grenzwerte, zumindest in Deutschland, vor. Wie es in Luxemburg ist, weiß ich nicht. Hatte ich keine Zeit zu recherchieren. Aber die Bundesregierung bedankt sich bei der notleidenden Mobilfunkindustrie mit einer Zahlung von 100.000 Euro jedes Jahr. So schließt sich der Kreis. Und diese Leute in ICNIRP, die Vollmitglieder, sind zurzeit, wenn ich mich recht erinnere, 14 Leute.
die setzen dieses Geld sehr gut ein. Wenn sie das durch 14 teilen, diesen Betrag, und außerdem noch daran denken, dass die Leute sowieso von der Mobilfunkindustrie sehr gut bezahlt sind oder von anderen Stellen, dann kommt da schon eine Masse zusammen, mit der man was anfangen kann. Und die setzen sie ein, indem sie wichtige Stellen in der Welt besetzen. Zum Beispiel im EMF-Projekt, das heißt, das ist das wissenschaftliche Beratergremium der Weltgesundheitsorganisation. Und auch hier bedankt sich allerdings die Industrie für diese Lobbyarbeit mit jährlich mehr als 100.000 Dollar. Sie sitzen auch in der EU-Kommission, besser gesagt im wissenschaftlichen Beratergremium, Senior drinnen. Sie sehen also, in vielen wichtigen Organisationen in der Welt sitzen diese Leute und machen uns weiß, dass die Mobilfunkstrahlung nicht schadet. Die haben als Credo, wirklich oder als Dogma, dass nur die Wärmeentwicklung der Funkstrahlung schadet. Es gibt Tausende, wirklich Tausende von Arbeiten, die das Gegenteil beweisen. Und dann heißt es immer, die Ergebnisse seien wissenschaftlich nicht einheitlich, wären nicht reproduzierbar, es besteht weiterer Forschungsbedarf. Nehmen wir Krebs. Wir wissen, oder vielleicht noch klarer, die Erbschäden. Da gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten darüber, die zeigen, dass bei bestimmten Körperzellen, ich sage mal so flapsig Weichteilzellen, Drüsen und Ähnliches, da entstehen Erbschäden. Sie entstehen nicht in Muskelzellen. Was diese Leute tun, ist, sie werfen alles zusammen. Und dann haben sie Muskelzellen drin und haben Weichteilzellen. Und dann sagen sie, ja, die Ergebnisse sind ja nicht eindeutig. Die einen finden was, die anderen finden nichts. Also ist der Fall nicht klar, braucht man nichts tun. Vorsorgeprinzip gibt es für diese Leute nicht. Gut, ich will Ihnen das nur zeigen, um Ihnen klarzumachen, wie überhaupt unsere Situation zustande kommt, obwohl die wissenschaftliche Situation doch eigentlich sehr eindeutig ist. Jetzt noch kurz zum Internet der Dinge. Das Internet der Dinge, 5G, unterscheidet sich vom bisherigen Internet dadurch, dass es nicht nur zur Kommunikation zwischen Menschen da ist oder zum Herunterladen von Daten, von Spielfilmen oder Ähnlichem, sondern dass sich die Dinge selber unterhalten sollen. Typisches Anwendungsbeispiel: Sie kaufen einen intelligenten Kühlschrank und Sie dürfen natürlich oder sollen nicht beim Erzeuger kaufen, Sie kaufen brav beim Supermarkt, wie es die Politik will, und da ist alles schön verpackt mit dem Strichcode, und die neueren sind etwas dicker, wenn Sie genau schauen. Da ist unter dem Strichcode eine kleine elektronische Schaltung. Ihr intelligenter Kühlschrank kann auf diese Weise feststellen, was wann hereinkommt und was wann hinauskommt. Und dann ist eine Anwendung zum Beispiel, dass Sie eine Nachricht auf Ihr Handy bekommen, Sie essen doch freitags gerne Fisch, Sie haben gerade keinen Fisch im Kühlschrank, in dem Geschäft um die Ecke gibt es ein Sonderangebot für 5,99 Euro. Das ist noch eine relativ harmlose Anwendung. Etwas lustiger ist die, und das ist kein Witz, das wird tatsächlich entwickelt, dass es Babywindeln gibt, die einen Funkchip haben, die den dummen Müttern und Vätern sagen, wenn die Windel nass ist, weil die das ja nicht selber merken. Ein anderer Anwendungsfall ist, dass die Waschmaschine selbst ihre Ersatzteile bestellt, wenn sie abgeschliffen sind und so weiter. Gut, wenn also jetzt jedes Gerät, nicht nur jedes elektrische, einen Funkchip hat, dann haben wir natürlich sehr viel Funkverkehr. Den bringen wir auf den jetzigen Funkkanälen, wir sagen Frequenzen, nicht mehr unter. Wir brauchen neue. Und deswegen brauchen wir neue mit immer schnelleren Wellen, immer kürzeren Wellenlängen, weil die anderen Bänder belegt sind. Diese kürzeren Wellen haben den Nachteil, dass sie sich immer mehr den Eigenschaften des Lichts nähern. Das heißt,
sie gehen nicht weit und werden durch Nebel abgelenkt, durch Regen, sie dringen nicht durch Wände durch und so weiter. Deswegen braucht man im Endausbau ein sehr dichtes Netz von solchen kleinen, aber starken Sendern. Und dann gibt es da drüber noch in der Struktur die zentralen Verteilernetze, die die lokalen versorgen. Die gehen dann in Zukunft mit den bisherigen Frequenzen. Und wenn es jetzt Teststellen gibt für 5G, dann sind es eigentlich diese Verteilerstationen, weil man vor Ort noch nicht diese vielen kleinen Anwendungen hat. Da genügen die zentralen Verteilerstationen, das heißt, sind bisherige Wellenlängen. Was also jetzt kommt, bezieht sich eher auf die Zukunft, auf die künftigen schnellen Wellen. Und nachdem man jetzt so viele Basisstationen braucht, denken Sie dran, dass wir bis eigentlich im nächsten Jahr weltweit 200 Milliarden sendefähiger Objekte haben sollen. 200 Milliarden. Und dass es später mehr als 1 Billion werden soll, dann kann man die vor Ort gar nicht mehr so versorgen. Man kann nicht in der Wüste alle 100, 200 Meter einen Sender errichten. Also wollen die Leute Satelliten hochschießen. Die letzten Hochrechnungen, die ich kenne, beziffern 20.000 neue Satelliten. Aber inzwischen haben sich andere Firmen gemeldet. Es soll so ähnlich sein wie bei uns, wo ja aus Konkurrenzgründen mehrere Anbieter gleichzeitig zur Verfügung stehen sollen. Das heißt, die letzte Nachricht war allerdings nur ein Plan, besagt, dass das schon 40.000 werden sollen. Im Augenblick sind nur gut 6.000 in der Luft. Aber stellen Sie sich vor, was allein die Raketen für Klimaschäden machen. Von der Energie, die diese einzelnen Sender und auch dann die Basisstationen verbrauchen, ganz zu schweigen. Die Energie wird dramatisch. Es gibt Voraussagen, die sehr unsicher sind, gebe ich zu, dass bis zum Jahr 2030 etwa die gesamte Informationstechnologie etwa 30% des Stromverbrauchs weltweit sein soll. Und da sind die Elektroautos eingerechnet. Gut, das ist die erste Folgerung. Die zweite Folgerung ist, dass natürlich auch die Leistung der Handys raufgehen muss. In den USA ist jetzt schon der Grenzwert von 2 Watt auf 20 Watt hochgesetzt. Denken Sie dran, was ich von den Glioblastomen erzählt habe, mit 2 Watt. Was wird mit 20 Watt sein? Dann eine wichtige Sache ist, dass der Funkstrahl so stark sein muss, dass man ihn gar nicht mehr rundherum senden kann. Das würde zu viel Energie kosten. Das heißt, wenn Sie ein 5G-Handy haben, dann folgt Ihnen der Funkstrahl. Das klingt zunächst gut, weil die weitere Umgebung dann zumindest von Ihrem Funkstrahl nicht betroffen ist. Aber wenn ich eine kleine Taschenlampe habe, in einem Raum sieht man nichts mehr mit einem kleinen Birnchen. Wenn dieses Birnchen einen Reflektor hat, dann gibt es einen gezielten Strahl, dann sieht man zwar im Rest des Raums nichts, aber wo der Strahl hingeht, da ist es gut erleuchtet. Jetzt stellen Sie sich das auf 5G-Übertragung vor. Sie haben ein 5G-Handy und der Strahl geht auf Sie zu. Dann kriegen Sie natürlich sehr viel mehr Energie ab. Und nicht nur Sie, sondern alle Leute, die dazwischen sind, ebenso. Das kann Probleme machen, vor allem, weil wir zu immer größeren, höheren Frequenzen übergehen. Das bedeutet aber, je höher die Frequenz, desto weniger dringt es in die Haut ein. Denken Sie, Grenzwert wäre ja Licht. Licht dringt sehr wenig in den Körper ein. Und so ist es hier auch. Bei den höheren Frequenzen Bruchteile eines Millimeters. Und dann sagen die Leute von der Industrie, das ist ja harmlos, bleibt ja außen in der Haut. Das ist nicht harmlos. Denn die ganze große Energie wird auf eine sehr dünne Schicht verteilt. Und die hat gar nicht die Möglichkeit, die Wärme abzuführen. Da ist kaum Blutfluss drin. Das bedeutet, dass sich diese Schicht sehr stark erhitzt. Und es gibt Schäden, wie Sie sich im Prinzip vom UV-Licht her kennen. Das heißt, Verbrennungen
von der Haut, nicht in der Form, wie wenn sie auf einen heißen Ofen langen, sondern eher in der Form eines Sonnenbrands. Aber wenn man ständig Sonnenbrand hat, steigt die Krebsgefahr unglaublich. Über Klima und Biodiversität haben wir schon gesprochen. Ein großes Problem für mich ist die totale Überwachung. Denn ein Beispiel, Anwendungsbeispiel habe ich Ihnen noch vorenthalten. Meine Frau hat einen neuen Fernseher gekauft. Und in dem Fernseher war oben eine Kamera drin. Jetzt habe ich mich zunächst gefragt, ich will ja von dem Fernseher Bilder von anderen Kameras sehen. Ich will ja nicht selber was aufnehmen. Offiziell heißt es, die Kamera ist dazu da, dass man mit dem Fernseher skypen kann. Wer will, mag sein. Aber der Fernseher hatte noch keinen 5G-Chip drin, aber Kabel. Der war auf Kabel eingerichtet. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn eine Fernsehkamera ständig mitläuft. Der Fernseher weiß, welchen Film Sie angeschaltet haben. Er weiß, welche Szene in dem Film gerade läuft. Der Fernseher kann über Gesichtserkennung Sie namentlich oder die Zuschauer namentlich erfassen. Und ich bin mit so unappetitlichen Dingen leider in der EU als Abgeordneter befasst. Ich bin der zuständige Berichterstatter für Exportbeschränkungen von Überwachungstechnik. Und da hat man seit einiger Zeit Emotionserkennung. Jetzt stellen Sie sich vor, was diese Kombination bedeutet. Man weiß, welcher Film, welche Szene gerade läuft. Man weiß, wer welche Emotionen dabei hat. Das heißt, man weiß mehr, als jeder Psychiater in Gesprächen herausbringen kann. Und diese Information ist das eigentliche Geschäftsmodell. Denn Sie wissen, Google lebt davon, dass er die primitiven, einfachen Informationen verkauft, die jetzt aus den Google-Suchmaschinen rauskommen und damit schon sehr viel, Entschuldigung, Unsinn macht. Mit den neuen Erkenntnissen, wo man alles über ihren Lebenslauf, wo man auch ihre Gefühle kennt, kann man sie natürlich total beeinflussen. Und das zeige ich schnell in den nächsten, die können wir übergehen. Sie erinnern sich an Cambridge Analytica, an den Skandal, zunächst einmal beim Brexit. Beim Brexit habe zumindest ich keine genauen Angaben. Ich möchte die Wahl von Trump erwähnen. Trump hat sich am Tage nach seiner Wahl ganz offensichtlich mit den Leuten fotografieren lassen, die Chefs von Cambridge Analytica waren, sozusagen als Dankeschön. Deutlicheren Beweis für die Beeinflussung, glaube ich, kann man nicht kriegen. Ich habe hier eine Karte von Gebieten, wo Cambridge Analytica Wahlen beeinflusst hat. Das sind über 100 Wahlen in 30 Ländern. Wie gesagt, mit den primitiven Methoden, wie man sie bisher hatte. Mit 5G hat man sehr viel mehr Informationen. Die Beeinflussung ist sicher deutlich stärker. Wenn Interesse besteht, können wir ja in der Diskussion noch darauf eingehen, wie so eine Beeinflussung praktisch aussieht. Gut, der Widerstand regt sich in vielen Ländern, das kann ich hier kurz machen, der Widerstand regt sich auch bei Regierungen. Brüssel sollte Modellregion werden, hat es abgelehnt, weil die Grenzwerte heraufgesetzt werden sollten. In Italien gibt es großen Widerstand, in der Schweiz gibt es großen Widerstand. Drei Kantone haben sich geweigert, als Modellregion zu fungieren. Dann hat die Schweizer Regierung, die ja sonst sehr demokratisch ist, die ja immer Volksentscheide will. Aber hier haben sie plötzlich gesagt, was geht uns der Wille des Volkes an? Die Regierung hat angeordnet, dass gegen den Entscheid der Bevölkerung Mobilfunkmasten für 5G errichtet werden. Die werden schon gebaut. Und in den Niederlanden geht man einen anderen Weg, da geht man über Klagen. Gut, die gute Nachricht ist, dass es eine Alternative gibt. Eine Alternative deswegen, weil wir ja, je mehr Informationen wir übertragen müssen, umso höhere Frequenzen brauchen. Also werden wir notwendigerweise nicht gerade jetzt, aber irgendwann sehr bald
zu den höchsten für diese Dinge zur Verfügung stehenden Frequenzen übergehen können, das heißt Licht oder Infrarotlicht. Und warum gehen wir den Weg nicht gleich? Das heißt, man geht ihn bereits. Es gibt etliche Firmen, die das schon anbieten. Wenn das Luxemburger Wort behauptet, das wäre eine Fantasie von mir, dann sollen Sie ins Internet schauen, da werden diese Dinge käuflich angeboten. Aber es geht. Der Vorteil ist, dass die Intensität des Lichts oder des Infrarotlichts so schwach ist, dass bestimmt keine Gesundheitsschäden entstehen können. Dass wegen der höheren Frequenz die Daten schneller übertragen werden und weil das nicht durch die Wände geht, auch der Datenschutz sehr viel leichter gewährleistet werden kann als bei 5G, wo ja der Datenschutz ganz grob verletzt wird. Gut, jetzt nur noch ein paar kleine Tipps. Hier stehen welche aufgeführt. Ein wichtiger Punkt ist mal der letzte unten. Ich habe Ihnen die Bilder von den Missbildungen bei Rindern und bei Schweinen gezeigt. Diese Missbildungen treten auf, sind gut dokumentiert, nicht sehr häufig, aber immerhin. Die genauere Untersuchung, die Ihnen jetzt hier vorenthalten habe, zeigt, dass die Missbildungen im Wesentlichen während der Trächtigkeit der Tiere entstehen. Und zwar ist das biologisch ganz verständlich. Bei der Zellteilung formiert sich ja die Erbsubstanz neu. Und wenn sich die formiert und gleichzeitig durcheinander geschüttelt wird, dann gibt es Baufehler. Eigentlich ziemlich logisch. Und je früher das Leben ist, desto kritischer sind die, weil es unter Umständen an Verzweigungsstellen ist, wenn Arme sich ausbilden, wenn Beine sich ausbilden und so weiter. Wenn da ein Baufehler reinkommt in die entsprechenden Zellen, ist der Effekt halt besonders schlimm. Deswegen meine dringende Bitte an schwangere Frauen, extreme Vorsicht. Das Problem ist nur, dass junge Frauen in den ersten Wochen meistens gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Das heißt, Frauen müssen grundsätzlich sehr viel vorsichtiger sein als Männer, leider. Gut, dann sollte man natürlich zu Hause alle Strahlenquellen vermeiden. Und wenn man schon unbedingt schnurlos Telefone oder sowas haben will, WLAN, dann bitte nachts ausschalten oder bei Heizungszählern ist es ein Problem, möglichst aus dem Schlafzimmer, aus dem Kinderzimmer raus. Denn der Abstand macht es, nicht die absolute Stärke. Gut, das waren die praktischen Tipps und politisch Forderungen, wir 5G-Ausbau stoppen, logischerweise. Lichttechnik sollte Funk ersetzen, Glasfasernetze für stationäre Dinge, Datenlicht für bewegliche Teile. Man sollte auf keinen Fall mit den ungeeigneten Frequenzen versuchen, was offenbar geplant ist, von außen durch die Wände der Häuser durchzustrahlen, was unglaubliche Leistungen erfordert. Kein WLAN in den Schulen, ist klar. Und die Leute, die überempfindlich sind, sind Menschen. Sie sind eine Minderheit, aber sie sind Menschen. Und wenn ich gegen irgendeine völkische Minderheit was sage, gegen Sinti, gegen Roma, werde ich mit Recht vor Gericht gezogen, mit Recht. Aber diese Leute darf man nicht nur beschimpfen, man darf sie auch medizinisch schädigen. Und das muss ein Ende haben. Jede Minderheit hat ihr Lebensrecht. Und deswegen brauchen wir funkfreie Gebiete für solche überempfindlichen Menschen. Gut, das war's. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Denken Sie dran, also erstens gibt es hier noch weitere Informationen, aber ich bin Politiker, ich bin es gewohnt, dass ich beschimpft werde, also tun Sie sich keinen Zwang an, sagen Sie frei raus, was Sie meinen. Vielen Dank. Wir haben auch geguckt, weil Herr Buchner ehrlich bei den
Deutschland, mit denen wir gängig zusammenarbeiten, oder auch Österreich, die haben auch noch keine Stellungnahmen per Abschnitt. Gell? Doch, es kommt auf die Umweltbewegung an. Ja. Bund Naturschutz, der größte, ja, hat eine sehr klare Stellungnahme. Okay. Es gibt zum Beispiel Diagnose Funk als große Bewegung. Ja. Also es gibt mehrere. Okay. Super, noch zwei Sachen. Wer weiter Infos haben will, kann seinen Namen da eintragen, weil ich viele Leute nicht kenne. Und wer Hunger hat, und dann haben wir ein gutes Restaurant. Dann mache ich aber auch für Fragen Anregungen. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht ein Arzt drinnen ist, was sagen will. Und Sie haben ja angedeutet, kritische Anmerkungen sind Sie gewohnt. Erwarten Sie auch, glaube ich. Ja. Und los, muss immer einer anfangen. Ja. Mein Name ist Josef Reinhardt, ich bin aus Luxemburg hier und ich kann mich demnach nur anschließen, ich habe Sie schon mehrere Mal gehört auf YouTube in verschiedenen Gesprächen. Was mir noch sehr gut in Erinnerung ist, das war dieses Jahr, ich glaube es war im Juni dieses Jahres, das war ein Gespräch im Open Studio von der EU in Brüssel, mhm, was Sie geführt haben mit dem leider viel geschädigten Ulrich oder sehr empfindlichen Ulrich Weiner. Das hat über eineinhalb Stunden, soweit ich mich erinnere, gedauert. Und ziemlich zum Schluss, also es hat alle Sachen, die Sie jetzt hier so im kurzen Überblick haben, wurde alles besprochen, das würde ich mal sagen. Aber zum Schluss haben Sie natürlich, ich war ganz überrascht, dass das Ganze im EU-Studio, das heißt, Sie haben extra so ein Studio mit alles eingerichtet, das war nicht von irgendeiner von einer privaten Initiative, es war schon von der EU. Und da wurden Sie dann interviewt, abwechslungsreich der Ulrich Weiner und dann auch Sie. Und ziemlich zum Schluss haben Sie etwas sehr Bemerkwürdiges gesagt, was mich sehr erschüttert hat. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch. Ich werde es mal versuchen wiederzugeben vom Inhalt her, aber die Worte weiß ich natürlich nicht mehr genau, sind allerdings noch immer auf YouTube nackt. Ja, ja, kommen Sie. Ja, ja, es dauert ein bisschen lange. Ich muss den Mann ja auch vorbereiten, weil ich jetzt, weil er auch Politiker ist. So, das heißt, Sie haben das als, das wusste ich ja nicht, als EU-Parlamentarier im EU-Gremium gemacht. Da haben Sie dann ziemlich zum Schluss gesagt, da ging es auch über die Strahlung General Gefunken, über die AWACS-Flugzeuge. Und da haben Sie gesagt, dass da viele Besatzungsmitglieder da mit diesem Krebs, dann also mit irgendeinem Krebs und auf Solidarität würden die anderen Mitglieder, die da im Flugzeug sind, das sind immer normalerweise so 20, würden sich auch wegen der Chemio für ihren Kollegen, der abwechslungsweise einen hatte Krebs, und dann war der wieder geheilt und aus Solidarität hat die ganze Crew sich dann kahl scheren gelassen. So, und da haben sie, hat der der Interviewer hat Sie dann gefragt, aber Sie sind ja hier im Parlament, haben Sie denn nicht mit euren Parlament... Ich hoffe, Sie müssen auf den Punkt kommen. Ich komme jetzt auf den Punkt, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, okay. Haben Sie dann eure Parlamentskollegen nicht schon darauf angesprochen? Haben Sie geantwortet, ja doch. Und dann war die Frage, was haben die Ihnen dann geantwortet? Naja, haben die geantwortet, was schert uns die paar Tote? Hauptsache, wir bekommen noch unsere Diäten. So, das war der Punkt. Und das war erschütternd. Und deshalb meine Frage an Sie. Wurden Sie nicht dann, Ihre Kollegen haben das ja auch gesehen, das Interview, daraufhin angesprochen, was Sie als EU-Parlamentarier sich trauen, denen an den Kopf zu schmeißen? Danke. Ich darf dazu sagen, ich habe es ja vorher erwähnt, ich bin der Berichterstatter für die Exportgenehmigungen für neue Gesetzgebung von Überwachungstechnik. Hier geht es auch um Leben und Tod von den Leuten. Und mir wurde mehrmals an den Kopf geworfen, wir werden doch nicht wegen Menschenrechte unsere Geschäfte verderben. Oder jetzt ganz offiziell von Regierungen, ich mag nicht sagen von welchen, wird versucht, aus dieser Gesetzgebung herauszustreichen, dass man überhaupt wegen Verletzung von Menschenrechten einen Export verbieten kann. Das waren jetzt das letzte Regierungen. Vorher waren es Parlamentarier. Das ist leider der Fall. Danke. Es gibt eine Reihe von kostenlosen Apps für das Handy, mit denen man die Strahlenbelastung scheinbar messen kann, ne, denen man ausgesetzt ist. Ich habe auch zwei solcher Apps auf meinem Handy,
habe aber bis jetzt festgestellt, meine Strahlenbelastung ist immer niedrig. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, deshalb meine Frage an Sie, funktionieren diese Apps überhaupt richtig? Ich kenne sie nicht, habe aber große Zweifel. Denn wie soll die App feststellen, wo im Körper das ist? Die können ja nur am Handy messen. Ja. Wenn sie das Handy weghalten, also wenn ich telefoniere, telefoniere ich immer so und schalten Lautsprecher an. Sowas kann ja die App gar nicht erfassen. Das heißt, was immer die misst, ob das richtig ist oder nicht, würde ich nicht als relevant ansehen. Ja, okay, ich mache es auf Deutsch. Ja, auch erst nochmal vielen Dank wirklich für das Differenzierte aufzeigen. Also, dass Sie eben auch immer gesagt haben, die Fälle sind mehr oder weniger zu nennen und das wäre nicht das Hauptargument. Was mich mal interessiert, weil hier in Luxemburg wird ja 5G jetzt stark vorangetrieben, ne, ist von der Regierung eine der Prioritäten. Und wie ist es denn mit Anwendungen wie Telemedizin oder diese autonom fahrenden Fahrzeuge? Würde da diese Lichttechnologie, das Li-Fi und so auch für diese Dinge ausreichen? Weil oft kommen dann Argumente, Marke, sie verlieren dann auch Leben dadurch, dass man nicht irgendwie auf Distanz mit den neuen Robotern und so Leben retten kann, halt dadurch, dass nicht die neuen Technologien verbreitet werden. Und das ist ja dann, gäbe es da auch Alternativen in den Bereichen, wo wir jetzt dagegen halten können, wenn wir sagen, unsere Gesundheit ist kein bisschen mehr gefährdet, nur weil wir diese komplizierten Operationen nicht machen können ohne 5G? Bei autonomen Fahren ist es so, dass man allein mit Lichttechnik nicht durchkommt. Okay. Aber es gibt Überlegungen als Alternativen ohne 5G. Das heißt, die direkte Kommunikation der Autos können Sie mit Lichttechnik nicht sicher genug machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Tunnel, in einer Kurve oder was immer. Also da reicht Lichttechnik nicht aus. Aber man braucht nicht unbedingt 5G. Und bei den Operationen ist es so, dass man eigentlich als wichtigsten Punkt hat, dass die Verzögerung nicht so groß ist. Sie kennen die Verzögerung, wenn Sie Fernsehaufnahmen haben vom Korrespondenten irgendwo in Zentralafrika, dann hören Sie die Stimme und der hört sie erst eine Sekunde später. Diese Dinge könnte man unter Umständen anders umgehen. Ich habe so meine Probleme mit, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, Telemedizin in dieser Weise einzuführen, aus ganz anderen Gründen, also was mit 5G nichts zu tun hat. Und da meine ich, müsste man andere Techniken haben. Da könnte man vorsichtig installierte Lichttechnik haben. Aber ich habe da grundsätzlich meine Probleme, muss ich einfach sagen. Danke. Die Dame vorne war. Ja, hallo. Meine Frage war zum Beispiel bei der Arbeit. Man strahlt immer mehr und was können wir machen? Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute frage manchmal, dass sie nicht so viel strahlen, aber sie sagen, ja, uns ist total egal. Okay. Ja, ich kann als Beispiel erzählen, die Firma BMW hat vor vielen Jahren das Problem erkannt und hat gesehen, dass die geistige Leistung der Mitarbeiter sinkt, wenn die Strahlenbelastung zu stark ist und hat versucht, sie zu verringern. Zuerst durch eine sehr schöne künstlerische Sache mit WLAN, das aber nicht direkt gestrahlt hat, sondern durch hübsch gestaltete, metallbedampfte Glasfelder dann abgeleitet hat, sodass die Strahlungsstärke am Arbeitsplatz deutlich geringer war.
Jetzt gehen sie andere Wege mit weiter entfernten Sendern. Aber das Problem ist da und das Problem wird zumindest von einigen Firmen erkannt. Und es gibt einige wenige Firmen, die bereits auf Lichttechnik übergegangen sind. Ja, ich wollte fragen, wie groß ist die Strahlenbelastung durch die Abstandsfahrgeräte beim Wagen? Also es ist ja heute vermehrt so, dass die auch halb autonom fahren, das heißt selbstständig bremsen und so weiter. Und so, weil ich das verstehe, wird ja auch die Mikrowellentechnik benutzt, um das zu realisieren. Das heißt, man verstrahlt permanent die Leute, die vor einem fahren. Wie hoch die Strahlenbelastung außen ist, habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht gemessen. Für mich ist es ein Problem, dass je teurer ein Auto ist, desto mehr strahlt es sowohl innen als auch außen. Ich hatte, kann es ruhig sagen, bei einem Oberklasse Mercedes bin von einer Ärztin gerufen worden, die einen Patienten hatte, einen jungen Mann. Sie hatte keine Ursache finden können für ihre Krankheit, er war ganz offensichtlich krank. Ich habe das Auto innen gemessen, dann war es klar. Aber so Zahlen kann man nicht verallgemeinern. Das ist je nach Wagentyp sehr verschieden. Hier ist noch was anderes, was mich eigentlich stärker belastet. Die Autos, die teureren, haben links ein Radar, was sehr sinnvoll ist. Wenn Sie zum Überholen ausscheren wollen, dann ist es eine Warnung, ob ein Auto hinter Ihnen auch überholen will, ob es da Kollisionsgefahr gibt. Und viele Autos haben auch rechts ein Radar, weil sehr viele Unfälle geschehen, dass man beim Rechtsabbiegen Fahrräder vor allem, aber auch Fußgänger übersieht. Nur, das ist verkehrstechnisch sehr sinnvoll. Aber stellen Sie sich vor, Sie schieben einen Kinderwagen eine Straße entlang. Dann haben Sie ständig Autos mit Radar, die das Kind mit Radar bestrahlen, für schwangere Frauen eigentlich noch schlimmer. Das ist die Kehrseite der Medaille. Auch hier habe ich noch keine vernünftigen Messungen. Ich habe es einfach noch nicht gemacht. Aber was man zumindest vom Innenraum der Autos hat, ist grausam. Es sind mehrere hundert Mikrowatt pro Quadratmeter. Okay, ganz kurz. Ich arbeite bei einer Gemeinde und wir beziehen uns, was die Antennen angeht vom Mobilfunk, beziehen wir uns auf Richtwerte, die aber ein elektrisches Feld angeben, also irgendwas in Volt pro Meter oder so. Ist das überhaupt relevant oder sollte man da lieber auf Watt pro Quadratmeter, also eine Leistungsdichte gehen? Die sind 1:1 ineinander umrechenbar. Es gibt Programme, die das automatisch machen. Ich habe jetzt keins zum Runterladen da, aber Sie finden es im Internet. Also nochmal, da ist eine 1:1 Korrespondenz. Können Sie da noch vier Minuten? Oui, bonsoir monsieur, je parle pas allemand, ni luxembourgeois, je parle français et autre langue. Je vais aller plus doucement, si vous voulez. Donc, je vous remercie pour avoir apporté en tout cas un complément en plus au niveau chercheur, au niveau expérience et au niveau de vos travaux de physicien. Je vous remercie parce que c'est un complément de plus par rapport aux moult dossiers, moult recherches, moult décisions de laboratoire que l'on trouve partout de pic à radar. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, vouloir se masquer et en rajouter et continuer à entendre les sirènes qui racontent que c'est inoffensif ou presque, enfin on peut s'en accommoder, etc. etc. Je dis qu'il faut qu'on arrête en tant que citoyen de se laisser bercer d'illusions. L'homme, si fondamentalement on a compris que c'est une pile électrique, si on a compris que de la pointe des cheveux jusqu'au pied, tout se passe par des courants électriques, que vous avez illustré d'une manière excellente avec la cellule positive et négative, on a compris que toutes ces influences électromagnétiques sur le vivant ont une incidence. Et personne n'y échappe.
Je vais résister, vous avez illustré. Le monsieur va peut-être moins résister. Mais dans l'ensemble, même si je résiste, je suis en présence d'une oxydation cellulaire. Oxydation cellulaire parce que la nature même de ces émissions électromagnétiques ne correspondent pas du tout avec la manière dont le vivant vit l'électromagnétisme naturel. Donc, il est inutile d'aller se masquer le visage. Il est clair qu'on doit prendre un autre chemin. Et pour prendre un autre chemin, il faut déjà que l'on donne aux techniciens, aux scientifiques, aux chercheurs, au cerveau de cette humanité, les moyens non pas de se laisser domestiquer par l'industriel qui impose sa réalité, mais de leur donner les moyens de rechercher, si on veut vraiment avoir ces technologies, vers des technologies inoffensives. Et la première des manières, quand on a une technologie... Non, mais je m'excuse. La première des manières, quand on a ces technologies, c'est au moins de les confronter aux vivants. Après, je voudrais m'interroger sur les personnes qui sont... J'interroge les personnes qui sont derrière moi. Est-ce que l'on va continuer longtemps à parler de la voiture électrique? Est-ce qu'on a besoin des voitures qui sont sans chauffeur? On a besoin de voitures qui ne polluent plus. Ce n'est pas la voiture électrique. La voiture qui ne pollue plus demain, c'est la voiture à hydrogène, la voiture à l'énergie libre. Est-ce qu'on a besoin... Après, deux minutes. Est-ce qu'on a besoin du frigo, de savoir que dans le frigo, il y a un fromage qui monte? Est-ce qu'on a besoin de tous ces gadgets? Donc, la question qui nous est posée, c'est une interrogation sur la société de demain. Donc, il faut, à mon avis, pouvoir s'y opposer à ces technologies qui sont malheureusement dangereuse. Mein Name ist Antoinette Welter und ich finde es bemerkenswert, dass Sie als Professor Dr. der Physik uns warnen vor den Auswirkungen, vor den Gefahren dieser Technologie. Denn ich habe öfter schon mit technisch studierten Menschen gesprochen über solche Sachen und die wollen das einfach nicht wahrhaben. Also es ist schon erstaunlich. Andererseits ist es noch mehr erstaunlich, dass die Mediziner es auch nicht so richtig wahrhaben wollen. Es gab früher mal eine Warnung von einem Freiburger Ärzten. Ich weiß nicht mehr, worum es damals genau ging, aber es war auch Mobilstrahlung. Und das ist irgendwie versunken und ausgerechnet ein Physiker sagt den Frauen, passen Sie auf während der Schwangerschaft. Wo sind die Gynäkologen und die Geburtshelferinnen und Helfer, die Frauen das sagen? Das möchte ich ja mal gerne wissen. Oder auch die den Männern sagen, halten Sie nicht Ihr Handy in der Hosentasche. Ja, also wenn Sie noch mal Kinder haben wollen und Kinder, die gesundheitlich nicht von vornherein geschädigt sind. Und doch die Frage, noch eine Frage, haben Sie Zahlen oder gibt es Zahlen dazu, ob heute mehr anormale Menschen auf die Welt kommen, seit den letzten 10, 20 Jahren? Ich kenne leider keine Statistik, zumindest nicht in Deutschland. Da gab es ja vor einigen Wochen, ja eigentlich schon einen Monat her, diese Aufregung, dass gleichzeitig in Frankreich auch viele Kinder geboren worden sind mit fehlendem Unterarm oder fehlender Hand. Hier hat sich erstens gezeigt, dass es keine offizielle Statistik über Missbildungen gibt, leider. Und zweitens hat man gesehen, diese Missbildungen sind sicher nicht durch Funk entstanden. Das waren wohl Chemikalien. Bei Funk würden statistisch verteilt an verschiedenen Stellen des Körpers Missbildungen auftreten. Das spricht für eine bestimmte Chemikalie, die noch nicht entdeckt ist, die in einem ganz bestimmten Stadium der Entwicklung das beeinflusst. Ich würde noch eine letzte kurze Frage. Ich glaube, die Mehrzahl von euch, es ist fast Viertel nach acht, noch,
Noch zwei kurze, wenn es okay ist, kurze Frage, kein Statement. Und dann laden wir ein zu Papp, da kann man ja auch noch reden. Herr Buchner ist ja auch noch da, können wir auch noch kurz reden. Und wie gesagt, wer sich eintragen will um weitere Diskussionen, nochmal, der Mouvement ergreift nicht unbedingt Position. Wir haben derzeit keine Arbeitsgruppe und auch keine Fachleute bei uns, die das Thema bearbeiten. Wir wollten einfach mal heute Abend eine kritische Stimme hören. Und dann gucken wir, wie es weitergeht und wer da Interesse hat, mitzuwirken, soll sich da mal aufschreiben. Und es gibt ein paar. Noch zwei kurze Fragen, wenn das geht. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das recht verstanden habe. Sie sind auch Funkamateur, ja? Nein, ich bin nicht gelernter Funkamateur. Ich habe selbst sehr viele Geräte gebaut und konzentriere mich jetzt als Hobby auf historische Funktechnik. Mhm. Die eigentliche Frage wäre nämlich, gibt es Untersuchungen dazu, ob Funkamateure jetzt mehr Gesundheitsprobleme haben? Die haben ja mit noch viel größeren Leistungen, wenn auch in einem anderen Frequenzbereich zu tun. Ja. Das geht ja bis 1 Kilowatt oder so, aber dann bei tieferen Frequenzen. Aber die Leistung wird zwar vor Ort erzeugt in den Röhren, die sind meistens so abgeschirmt, dass die Schwingkreise, wo die Leistung dann vorhanden ist, die wirkt sehr selten, zumindest bei den Geräten, die ich kenne, nicht auf den Funker. Die geht zur Antenne rauf und da gibt es zu wenig, da kenne ich keine Statistik. Leider. Ja, das stimmt. Wir wissen aber noch nicht genau, warum die einen mehr belastet sind, die anderen weniger. Ich habe Kontakt mit einem Verein von Elektrohypersensiblen. Da sind alle, wirklich alle, schwermetallbelastet. Meistens von Zahnamalgam, aber nicht notwendigerweise nur daher. Das heißt, da scheinen die Schwermetalle eine Art Katalysatoren für die Reaktionen zu sein, die ich angegeben habe. Wie gesagt, Untersuchungen folgen vermutlich im nächsten Jahr. Im Augenblick sind wir noch nicht so weit. Ich hatte gesagt, Zillow, insgesamt noch keine Fortmeldungen, dann fertig, kann man nicht benennen. Oder will ihr daran weiter diskutieren? Da weiß der Fanger. Ich kriege meinen Geruch von dir, ich will aber Luis denken. Wir gehen dann nach Polen. Weißt du, wir wollen noch weitermachen. Aber wir wollen noch weitermachen. Wir wollen abhalten. Ja, wenn sie das sind. Okay, da war es für dich. Nee, Frau Schiff, Sie haben bitte gleich so sehr kurz vom Lissatzi. Ja. Bonsoir, je parle français. Yeah, est-ce qu'on constate une adaptation des personnes au rayonnement électromagnétique ? Ou au contraire, est-ce qu'avec le rayonnement qui augmente, on constate de plus en plus d'électrosensibles ? Ja, ich hab's verstanden. Es scheint so zu sein, dass das letzte der Fall ist. Das heißt, die Menschen merken am Anfang meistens nichts und dann, wenn es zu viel wird von der Strahlung, so wie die Dame vorher angedeutet hat, dann kippt das Widerstandssystem. Ich weiß, dass vorher wurde der Name Uli Weiner erwähnt. Der war so, der hatte ein Auto, das haben sie nur den Igel genannt, weil er so viele Antennen hatte. Er hat mit Funktechnik sein Geld verdient und irgendwann einmal war es zu viel. Und dann ist er zusammengebrochen. Es gibt mehrere solche Fälle. Also leider das Gegenteil, man kann auch andeutungsweise das biomedizinisch mit Neurotransmittern nachvollziehen. In Luxemburg ist die ganze Entwicklung noch relativ in der Anfangsphase.
Wir hatten eine Petition gegen 5G. Ich weiß nicht genau, wie viele Unterschriften wir gesammelt haben. Hat natürlich nicht sehr viel bewirkt. Gibt es vielleicht einen erfolgversprechenden Weg, so wie vielleicht in Brüssel oder in Rom, wo die Städte sich gegen diese Installationen gewehrt haben, den wir vielleicht als Tipp von Ihnen hören könnten? Ja, kann ich. Gibt es vielleicht einen erfolgversprechenden Weg, wo wir hier in der Anfangsphase in Luxemburg eine Aussicht auf eine Verzögerung oder vielleicht eine Bremsung dieses Ausbreiten? Es gibt ja andere Städte wie Brüssel oder Rom, die haben das hinbekommen. Man kann eine Bürgerinitiative gründen, aber Sie sagen, Sie hatten schon wenig Erfolg damit. Was zurzeit läuft, ist die Anfangsphase einer europäischen Bürgerinitiative. Europaweit, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Die Europäische Bürgerinitiative hat keine gesetzgebende Kraft wie andere Bürgerinitiativen, aber sie haben in der Vergangenheit sehr viel bewirkt. Notwendig, damit sie überhaupt angenommen wird, ist 1 Million Unterschriften. Wenn die Petitionen 3 Millionen zum Beispiel haben, da hatten wir große Erfolge. Trinkwasserversorgung hat sich radikal geändert. Gegen die Freihandelsabkommen CETA war erfolgreich. CETA ist zwar gekommen, aber die Statuten für die Schiedsgerichte wurden gekippt. Also in CETA kann ich mich jetzt nur aus. Da wurde nur die Nominierung der Richter geändert, aber nicht ihre Entscheidungsbefugnisse. Die Entscheidungsbefugnisse nicht, aber was diskutiert wird, ganz klar, ist das Amtsändern in sogenannte MIX, also diese internationalen Gerichtshöfe. Das heißt, das, was vorher in Hinterzimmern von Hotels passiert ist, das wird jetzt... Über die regulatorische Kooperation. Herr Buchner, wir reden beim PAD über CETA. Ja. Ich habe meinen 2014er Wahlkampf mit CETA im Wesentlichen geführt. Und ich habe meine Sitzung am kommenden Montag mit unserer gemeinsamen Plattform, weil wir gegen CETA sind in der Abstimmung in der Abgeordnetenkammer, die jetzt ansteht. Ich habe vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Da darf man nicht. Aber ich wollte eine andere Anmerkung nur kurz machen. Wir hatten ja schon 2 Vorträge auch zum Thema Digitalisierung. Und die Daten, die Sie genannt haben, was der zunehmende Energiehunger betrifft, wegen all der tollen neuen Geräte, die wir so kriegen mit den Kühlschränken und so weiter, das waren eigentlich auch die Daten, die Sie jetzt gesagt haben. Und die Kollegen von der Digitalisierung haben auch gesagt, da kriegen wir jetzt neue Geräte aufgeschwatzt, wo zwar gemacht wird, dass sie eben zum Teil Energie sparen oder Lebensmittel sparen, weil der Kühlschrank, der ja hilft, deine Lebensmittel zu ordnen, aber de facto nennt man das ja dann Rebound. Man entwickelt wieder ein neues Gerät, was wieder viele Rohstoffe erfordert, viel Energie verbraucht, und das Resultat ist, dass die Energieeffizienz und diese neuen Produkte aber wieder zu viel führen, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen und mehr Energie, so das klassische Rebound-Effekt. Also da waren Sie sehr deckungsgleich. So, 2 Kollegen haben abgewinkt mit den Fragen, dann haben wir noch, Sie haben jetzt die letzte. Ja, also ich kann Ihnen mitteilen, ich bin total betroffen von Ihrem Fall. Ich, also von allen möglichen Sachen, von Überarbeit, habe ich es gemerkt. Da haben sie einen Verstärker gemacht und da habe ich es gemerkt. Und ich bin schon einige Jahre damit und Luxemburg ist da auf den Stand Null. Ja, von der Elektrosensibilität. Die Frau hat gesagt, dass sie betroffen, persönliche Betroffenheit wurde gesagt. Ja. Es war eine Bestätigung, dass Herrn Buchner dazu bestätigen. Sogar in Betrieben, wo Leute irgendwie betroffen sind von Werbung, nicht in diesem Falle voll WLAN und Elektrosmog. Aber überall. Mhm. Und hier, wir sind auch die Hotspots und alles. Okay. Herr Buchner, sehr, sehr herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag und sehr herzlichen Dank Ihnen für die Geduld. Sehr spannend. Danke.